Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Mit diesem Vers aus dem Römerbrief im 8. Kapitel begrüße ich Sie und euch ganz herzlich. Und wir werden hier Gottes Kinder genannt. Mit gutem Recht darf ich also sagen, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch, Ihnen allen, ein gesegnetes neues Jahr, allen denen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe bisher, und wünsche euch und Ihnen, dass Sie erfahren können in diesem Jahr, wie Gott barmherzig ist, es gut mit euch meint und ja, euch nicht bestraft, sondern euch so annimmt, wie ihr seid und euch aber auch verwandelt hin zum Guten, so wie das eben gute Eltern tun. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen allen den Psalm sprechen. Der wird dann hier am Beamer angezeigt. Und das erste Lied, das dann folgt, das werden der Armin und ich dann noch singen. Die anderen Lieder, da hören wir dann jeweils das Vorspiel und sprechen dann gemeinsam die Strophen. Gell, weil singen dürfen wir nicht, aber sprechen. Und somit sprechen wir dann die Strophen. Und ich denke, das wird auch eine ganz interessante Erfahrung. Vielleicht kann man den Text sogar noch tiefer begreifen, als wenn man ihn singt und das in sich wirken lassen. Und ja, ich bitte den Mundschutz während des Gottesdienstes zu tragen und eben nicht mitzusingen, aber mitzusprechen. Und wir beginnen mit dem Psalm 89. Du gibst uns Beweise deiner Güte, Herr. Davon will ich für immer Lieder singen. Von Generation zu Generation will ich deine Treue mit meinem Mund verkünden. Ja, ich sagte, deine Güte ist für die Dauer gebaut. Im Himmel ist deine Treue fest beschlossen, wie du verheißen hast. Ich schloss einen Bund mit meinem Erwählten. Ich leistete meinem Knecht David einen Schwur. Für alle Zeit will ich dir Nachkommen schenken. Ich will deine Herrschaft auf dem Thron sichern von Generation zu Generation. Selah. Die Himmel preisen deine Wundermacht, Herr. Deine Treue loben die Engel in heiliger Schar. Denn wer über den Wolken gleicht dem Herrn? Oder ist eines unter den himmlischen Wesen, das sich mit dem Herrn vergleichen kann? Gott allein wird verehrt im Kreis der heiligen Schar. Groß und gewaltig steht er über all den Wesen, die ihn umgeben. Herr, Gott der himmlischen Heere, wer ist wie du? Stark bist du, Herr, und deine Treue umgibt dich. Du kannst das stürmische Meer wendigen und beruhigst seine aufgetürmten Wellen. Du hast Rahab zermalmt wie ein erschlagenes Tier. Deine Feinde hast du mit einem Schlag zerstreut. Dir gehört der Himmel, dir gehört auch die Erde. Den Erdkreis und was ihn füllt, hast du gegründet. Norden und Süden hast du geschaffen. Tabor und Hermon jubeln über deinen Namen. Du hast einen Arm voll gewaltiger Kraft. Stark ist deine Hand, erhoben deine Faust. Gerechtigkeit und Recht sind Stützen deines Throns. Güte und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Glücklich das Volk, das Grund zum Jubeln hat. Herr, im Licht deines Angesichts gehen sie fröhlich durchs Leben. Sie jubeln über deinen Namen den ganzen Tag und deine Gerechtigkeit lassen sie hochleben. Denn du bist ihr Stolz,
gibst ihnen Kraft. Nach deinem Willen wächst unsere Macht. Denn dem Herrn gehört unser Schild, dem Heiligen Israels gehört unser König. Damals hast du in einer Vision geredet. Zu deinen Frommen hast du gesagt, ich habe den Helden die Krone aufgesetzt, dem mutigen Mann das Volk unterstellt. Es ist mein Knecht David, den ich fand. Mit heiligem Öl salbte ich ihn zum König. Ja, meine Hand wird an ihm festhalten und mein Arm wird ihm Kraft verleihen. Kein Feind wird es wagen, ihn anzugreifen und kein Verbrecher kann ihn bezwingen. Ich werde seine Gegner vor ihm vernichten und alle niederschlagen, die ihn hassen. Meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein und durch meinen Namen wächst seine Macht. Ich werde seine Herrschaft auf das Meer ausdehnen und die großen Ströme seiner Gewalt unterstellen. Er wird zu mir sagen, du bist mein Vater, du bist mein Gott, mein Fels und meine Rettung. Ich mache ihn zu meinem erstgeborenen Sohn, zum Höchsten unter den Herrschern der Welt. Für immer will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund mit ihm bleibt gewiss bestehen. Ich will sein Königshaus auf die Dauer erhalten und seinen Thron, solange der Himmel besteht. Amen.
Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast uns zu deinen Töchtern und Söhnen gemacht. Wir dürfen uns als deine Familie sehen, als eine neue Art von Familie, eine große Familie aus vielen Nationalitäten mit unterschiedlicher Herkunft, Arme und Reiche, Intelligente und Einfühlsame, Lustige und Ernste. Wir sind so verschieden und genau darin liegt unsere Stärke, das Geschenk, dass niemand von uns alles können muss, sondern jeder sich auf den anderen verlassen kann. Niemand muss denken, ich will so sein wie der oder die. Jeder ist vor dir, Herr, gut so, wie er ist. Das alles schenkst du uns durch deinen Sohn, Jesus Christus, mit dem wir durch unsere Taufe verbunden sind. Dir sei Ehre, Lob und Preis in Ewigkeit. Das Evangelium steht bei Matthäus im 3. Kapitel. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Lob sei dir, o Christe. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Tröster, komm hernieder, Geist des Herrn,
sei nicht fern. Stärke Jesu Glieder. Er, der nie sein Wort gebrochen, Jesus hat seinen Rat seinem Volk versprochen. Schöpfer unseres neuen Lebens, jeder Schritt, jeder Tritt ist ohne dich vergebens. Mache unser Heil uns wichtig. Wer ist wohl, wie er soll, treu zu handeln tüchtig. Gib uns des Erlösers Frieden. Ruf uns zu, euch ist Ruh, selger Trost beschieden. Er hat Gnade euch erworben, denn es ist Jesus Christ euch zum Heil gestorben. Weck uns auf vom Sündenschlafe, rette doch heute noch die verlorenen Schafe. Reiß die Welt aus dem Verderben, lass sie nicht im Gericht der Verstockung sterben. Geist der Weisheit, gib uns allen durch dein Licht Unterricht, wie wir Gott gefallen. Lehr uns freudig vor Gott treten, sei uns nah und sprich ja, wenn wir gläubig beten. Hilf den Kampf des Glaubens kämpfen, gib uns Mut, Fleisch und Blut, Sünd und Welt zu dämpfen. Lass uns Trübsal, Kreuz und Leiden, Angst und Not, Schmerz und Tod nicht von Jesus scheiden. Hilf uns nach dem Besten streben, schenk uns Kraft, tugendhaft und gerecht zu leben. Gib, dass wir nie stille stehen, treib uns an, froh die Bahn deines Worts zu gehen. Sei in Schwachheit unsere Stütze, steh uns bei, mach uns treu in der Prüfung Hitze. Für wenn Gott uns nach dem Leide sterben heißt, unseren Geist in des Himmels Freude. Der Predigttext steht im Brief an die Römer im 12. Kapitel. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es gefällt und ob es vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch: Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe.
Genau so bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich habe den Predigttext hier nochmal hingeworfen, falls Sie nochmal ein bisschen mitlesen wollen. Einzelne Teile lese ich auch nachher nochmal. Jetzt zu Beginn erzähle ich aber einen Schwank aus meiner Jugend. Als Jugendliche haben wir oft Schmarrn gemacht. Ja, ich denke immer, dass die Jugendlichen heute viel bräver sind als wir damals. Aber vielleicht bekomme ich auch einfach nicht mehr alles mit. Einmal war ich mit 3 Freunden zusammen am Abend auf einem Vereinsfest. Das war so auf einem Hügel am Waldrand und das war das Kesselkochen. Wir haben uns im Wald und auf den Wiesen herumgetrieben und an einem Feldrand, da war ein großer Misthaufen. 2 von uns fingen an miteinander zu tuscheln und flüsterten dann auch mir zu: Komm, wir schnappen uns den Chris und schmeißen ihn auf den Misthaufen. Und schon hatten die beiden anderen ein Bein und einen Arm geschnappt und warteten auf mich, dass ich das andere Bein hochziehe. Ich habe oft mitgemacht beim Blödsinn. Aber ich hatte auch meine Grenzen und das ging mir zu weit. Da mache ich nicht mit, sage ich und warte ab, was nun die beiden anderen tun. Sie versuchen es nochmal, aber ich bleibe standhaft. Und da tatsächlich, ohne mich, schaffen sie es nicht, Chris auf den Misthaufen zu schmeißen und lassen ihn los. Aber meine Zufriedenheit mit dem Ergebnis hat nicht lange gehalten. Denn kaum war Chris wieder auf den eigenen Beinen, rief einer der beiden anderen: Dann schnappen wir halt dich. Das hätten sie auch zu zweit wahrscheinlich nicht geschafft. Aber mein Pech war, dass Chris keinen Moment zögerte, mitzumachen. So bin ich dann auf dem Misthaufen gelandet. Zwar mit den Füßen zuerst, aber viel mehr als die Landung auf dem Misthaufen ärgerte mich, dass noch eine ganze Woche lang, dass eben Chris da mitgemacht hat, nachdem ich ihn quasi gerettet habe und nicht mitgemacht habe. Ich erzähle die Geschichte zum Einstieg, weil ich denke, es gibt Wegmarken im Leben, die einen prägen. Für mich ist das eine Wegmarke. Nicht die entscheidendste, aber eine, die mich gelehrt hat, wie Menschen ticken können, wenn man nicht nach der Pfeife der Tonangeber tanzt. Wenn man für seine eigenen Überzeugungen einsteht. Chris hat es sich leicht gemacht, indem er, kaum aus der Opferrolle herausgeschlüpft, zum Haupttäter wird und sich dadurch auch vor den anderen beweist. Ich denke, es ist eine typische Jugendszene. Vielleicht haben Sie ja sowas Ähnliches auch einmal erlebt. Ein Spiel, in dem Jugendliche ihren Charakter formen. Aber dieses Spiel findet natürlich auch unter Erwachsenen statt. Meist unbemerkt, solange eben jeder seine Rollen ergeben annimmt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel einen Rat, wie Sie als Christen und damit auch wir als Christen unseren Charakter formen können
um in den täglichen, derartigen Spielen des Lebens das Richtige zu tun. Paulus schreibt in Vers 2, passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Paulus traut es uns also zu, dass wir prüfen an uns und an unserem Handeln, ob es der Heiligkeit des Lebens dient. Und dabei sind drei Punkte wichtig. Erstens, Paulus traut es uns zu, dass wir imstande sind, über unser Handeln zu reflektieren. Wir können selbst nachdenken. Wir können nachdenken, warum wir was wozu tun. Welchen Zweck, welchen Sinn hat das, was ich mache? Jeder Mensch ist in der Lage, darüber nachzudenken und bewusste Willensentscheidungen zu treffen. Zweitens, Paulus betont, dass wir das auch tun sollen. Das setzt natürlich voraus, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass man immer nachdenkt über das, was man tut. Tatsächlich handeln wir Menschen ja auch ganz oft intuitiv. Wir verlassen uns auf unser richtiges Gespür für eine Situation. Das ist auch gut und hilfreich, weil man nicht immer die Zeit hat, nachzudenken. In der beschriebenen Situation hatte ich keine Sekunde Zeit nachzudenken, was ich tun soll, aber ich habe mich ad hoc entschieden. Und dass man das kann, sich ad hoc zu entscheiden, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nicht mehr nötig wäre, nachzudenken. Über bewusste Reflexion und Einübung können wir im Gegenteil beeinflussen, wie wir auch dann später intuitiv handeln. Die Werbung nutzt das geschickt aus, indem sie immer wieder Informationen über bestimmte Produkte in unser Unterbewusstsein sickern lässt. Wir sind aber in der Lage, auch bewusst zu entscheiden, womit beschäftige ich mich, was lese ich, worüber denke ich nach. Die Bibel selbst ist ein wunderbarer Seelenformer. Also indem wir die Texte der Bibel lesen und darüber nachdenken, können wir auch unsere Seele prägen lassen. Wer also aufmerksam täglich in der Bibel liest oder aufmerksam Gottesdienste mitfeiert, der kann sich von Gottes Wort formen lassen. Dritter Punkt. Paulus sagt uns, woran wir uns orientieren sollen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich bewusst zu orientieren. Gesellschaftlich hoch im Kurs ist die Orientierung an dem, was mich glücklich macht. An dem, was ich schön finde. An dem, was alle Unterschiede einebnet. An dem, was als gesund angepriesen wird. Vieles von dem, was gesellschaftlich hoch im Kurs ist, sickert auch in mein Unterbewusstsein ein und bestimmt auch in ihres. Vieles von dem mag auch gar nicht schlecht sein. Trotzdem ist es nicht das, was Paulus uns Christen ans Herz gelegt hat. Paulus sagt, dass wir unser Leben an dem orientieren sollen, was unser Leben heilig macht. Um das genauer zu erklären, gibt er uns drei Fragestellen als Hilfestellung. Erstens, ist es gut? Gefällt es Gott? Und drittens, ist es vollkommen? Diese drei Fragestellungen sind von ganz anderer Art als die Fragestellungen, um die es in der Gesellschaft oft geht. Sie sind nicht auf mich bezogen oder auf die Wirkung in der sozialen Wirklichkeit. Die Fragen, die Paulus uns fürs Leben in der Nachfolge Jesu mit auf den Weg gibt, öffnen die Blickrichtung auf Gott. Ist das, was ich tue, gut? Gefällt es Gott? Ist es vollkommen? Martin Luther würde zu dem Schluss kommen, diese Fragen führen alle dazu, dass man eingesteht, dass man selbst vor Gott unvollkommen ist.
und eben Gottes Gnade und seiner Barmherzigkeit bedarf. Diese wird ja auch eingangs erwähnt hier im Predigttext. Das ist natürlich richtig, aber ich würde diese Schlussfolgerung gar nicht so schnell vorwegnehmen. Wichtig ist zuallererst, dass jeder Einzelne für sich diesen Schritt tut. Sein eigenes Tun und Denken vor Gott zu stellen. Was dann weiter daraus folgt, das ist Gottes Werk. Paulus lässt offen, wie Gott an den Menschen wirkt, wenn sie sich ihm öffnen. Sicher ist für ihn aber, dass er wirkt. Lasst euch verwandeln, sagt Paulus. Gott lässt etwas an uns Menschen geschehen. Die Maßgabe dessen, was wir als Christen tun, ist aber nicht beschränkt darauf, schlechte Dinge zu unterlassen. Ich soll also nicht nur nachdenken, was kann ich tun, um böse Sachen nicht zu tun, sondern wir sollen auch überlegen, wie wir ein wirklich heiliges Leben führen können, das wirklich auf das Gute ausgerichtet ist, auf das, was Gott gefällt. Aus eigener Kraft könnten wir das wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir können eben zulassen, dass Gott in uns wirkt, indem er uns verwandelt. Und dazu gibt Paulus dann sogar noch ein paar weitere hilfreiche Ratschläge. Er sagt, bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, ab Vers 3, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht, traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper, der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um Notleidende kümmert, soll Freude daran haben. Insbesondere, das schreibt Paulus ganz am Anfang gleich, sollen wir uns eben nicht überschätzen, überheblich werden oder meinen, alles allein schaffen zu müssen. Wir Christen sind ein lebendiger Körper. Wir gehören zusammen, Schwestern und Brüder. Als Gemeinde sind wir stark. Ich fasse noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Wir sind stark dann, wenn wir erstens es uns zutrauen lassen, über den Sinn und Zweck unseres Handelns nachzudenken. Zweitens, wenn wir uns daran orientieren, was unser Leben vor Gott heilig macht. Drittens, wenn wir mit unseren verschiedenen Begabungen als Gemeinde zusammenwirken. Der dritte Punkt ist natürlich aktuell unter diesen Bedingungen am schwierigsten. Aber vielleicht tut es uns gut, diese Zeit, diese Pausenzeit zu nutzen, über die Punkte 1 und 2 und vielleicht auch 3 schon mal nachzudenken und auch darüber uns auszutauschen, was passiert dann, wenn die Zeit wieder reif ist, wenn wir als Gemeinde wieder enger zusammentreten, zusammenrücken können. Wie kann Gott uns so umformen, so in uns wirken, dass wir mit unserem Leben der Heiligkeit dienen, der Heiligkeit unseres Lebens, aber auch natürlich der Heiligkeit der Gemeinde als Gesamte. Gott kann unser Leben verwandeln. Wir müssen das nur zulassen, indem wir über Gottes Wort nachdenken. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm und wir sind eins durch ihn. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Und wir sind eins durch ihn. Dienste leben viele aus einem Geist. Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist. Und wir sind eins durch ihn. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Und wir sind eins durch ihn. Liebe Gemeinde, wir laden herzlich ein zu den Gottesdiensten. Am kommenden Sonntag ist Gottesdienst um 9 Uhr in Bruckmühl mit besonderer Musik. Da spielt Katharina Schmidt an dem Violino-Cello mit ihrem Mann Thomas Schuch am Klavier. Und da kommt gleich unser neues E-Piano zum Einsatz. Also herzliche Einladung zu diesem besonders schönen musikalischen Gottesdienst. Um 10.30 Uhr ist Minikirche in Feldkirchen. Wir danken herzlich für die Gaben der vergangenen Woche. In Feldkirchen waren es 166 Euro am 6. Januar. Für die eigene Gemeinde wurden 450 Euro gegeben. Für die Anschaffung des neuen E-Pianos 200 Euro. Für Brot für die Welt 320 Euro. Für die Kirchenmusik 100 Euro. Und bei der Diakonie Frühjahrssammlung wurden 100 Euro gegeben. Gott segne die Geber und die Verwendung ihrer Gaben. Die heutige Kollekte wird am Ausgang gesammelt und ist zur Hälfte bestimmt für das diakonische Werk und zur anderen Hälfte für die Arbeit hier in unserer Kirchengemeinde. Lasst uns beten.
halten ein Popcorn-Gebet. Der Pfarrer Strauß hat mir das beigebracht. In Feldkirchen haben wir es auf jeden Fall schon gehalten. Ich weiß nicht, ob es in Bruckmühl schon gemacht wurde. Ich erkläre es kurz. Ich leite das Gebet ein und Sie dürfen dann Ihren Dank und dann im zweiten Durchgang Ihre Bitte laut aussprechen. Das kann einfach ein Wort sein oder ein kurzer Satz. Ich wiederhole das nochmal, das, was ich gehört habe, und dann kommt der Nächste. Und es ist wie beim Popcorn, das so aufploppt, plopp, 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 darf ruhig auch direkt nacheinander schön rund gehen. Vater im Himmel, wir sind versammelt als Gemeinde von Privilegierten. Im Vergleich mit vielen unserer Geschwister weltweit geht es uns relativ gut. Doch dürfen auch wir vor dich kommen, dürfen dir sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Dank und Bitten. Jeder darf mit einem Wort oder einem kurzen Satz sagen, worum er bittet oder wofür er dankt. Ich wiederhole dann spricht der Nächste und so weiter. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich bitte dich, dass du meine Gesundheit erhältst. Ich danke dir für die guten Begegnungen, die mir Kraft geben. Bitte dich darum, dass die Flüchtlingsfamilie, die hier betreut wird, auch hier bleiben darf. Bitte dich um Wachstum in der Gemeinde, vor allen Dingen im Bereich der jüngeren Menschen. Ich bitte dich um Wachstum in der Gemeinde, dass jüngere Menschen auch wieder hier zur Gemeinde finden. Vater im Himmel, ich bitte dich. Dass du den Konfirmanden begegnest. Ich bitte dich, dass du den Konfirmanden begegnest. Bitte dich, dass wir Kinder eines Leibes sind, was Gott gefällt. Bitte dich, dass wir uns so annehmen können, wie du uns gedacht hast. Ich bitte dich, dass wir uns so annehmen können, wie du uns gedacht hast. Bitte dich, dass du unsere Pfarrer, Diakone, Prediger begleitest, dass sie uns dein Wort näher bringen können. Bitte dich, dass du uns Kreativität gibst, damit wir hier auch außenstehen, wenn wir für dich begeistern können, wenn wir die Kirche einladen. Bitte dich, dass du uns Kreativität gibst, dass wir Außenstehende wieder in die Kirche einladen können. Ich bitte dich, dass uns der Geist der Liebe leitet und nicht der Geist der Spaltung. Ich bitte dich, dass uns der Geist der Liebe leitet und nicht der Geist der Spaltung.
Guter Gott, du hast unseren Dank und unsere Bitten gehört, auch das, was wir im Stillen vor dich gebracht haben. Sprich und antworte auch in unseren Herzen und erhöre uns. Amen. Wir beten gemeinsam, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche unter Gottes Segen. Der Herr, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen. Er lasse deine Früchte reifen. Der Herr, behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst. Er stelle dich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig. Wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Er erhebe sein Angesicht über dich. Er sehe dein Leid, er tröste dich und heile dich. Er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deinen Kindern. So segne dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.